Fantastic. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Pocket Edition. Ich bin ja noch in der Höhle, Fred ist auch wieder dabei, erstmal unter Vorbehalt, je nachdem wie seine Stimme mitmacht. Und ich war schon ganz clever letztes Mal, ich habe nicht meine ganze Scheiße in die Kisten getan und das war auch gut so, weil ihr, wie ihr seht, ist mein komplettes Inventar wieder leer. Ich habe ja nicht alles in die Kisten reingepackt, ein bisschen was habe ich also behalten, so die wichtigsten Sachen, Holz, ein bisschen was zu essen und so weiter und so fort. Ein paar Sachen sind natürlich jetzt weg. Ich weiß nicht, wie das passiert. Irgendwer sagt ja, das liegt an dem am Modus, wenn man auf Game Mode irgendwie die Schwierigkeit verstellt. Keine Ahnung, was war das? Machen wir ja eigentlich nicht. Von daher kein Plan, wie wir das oder woran das jetzt liegen kann. Ich muss aber jetzt gleich noch eine wichtige Amtshandlung. Ja, die zweite Truhe ist auch leer. Okay, eine wichtige Amtshandlung vollziehen und zwar. Also du wirst mich wahrscheinlich in dieser Aufnahme auch gar nicht sehen. Ich bin offline mal ins Bötchen gestiegen. Okay. Und einfach in eine Richtung gefahren. Oh, ich habe ein Dörfchen gefunden. Ja, nicht schlecht. Zurück zum Spiel. So. Ich bin nämlich jetzt einfach. Quick Controls jetzt wieder ausgemacht. Das hat mich ich hab's angemacht. Genervt. Ich wollte mal testen. Ich hab's ja letztes Mal angemacht und was dabei rumgekommen ist, hast du gesehen. Ich bin nämlich einfach mal quasi, wenn du rauskommst aus unserem Häuschen links, das Wasser entlang gefahren. Okay. So lange, bis ich Festland gesehen hab. Dann bin ich immer gespannt. Ja. Ich hab ein Dorf. Juhu, das ist schon mal gut. So, ich nehme jetzt erstmal hier alles mit. Ich hab doch eine Axt. Ja gut, die war ja eh letztes Mal gestorben, von daher. Ja. Also ich muss dann irgendwie mal wieder, habe ich mir da ein bisschen Zeug wieder geholt und das Notdürftigste und dann bin ich weitergezogen. Ja. Also bin schon mal gut, dass hier. Ja, gut, letztes Mal waren wir ja beide Feld ist. Tot. So. Ja, dann können wir vielleicht endlich mal Möhren und so eine Rotze anbauen. Ich habe jetzt Kartoffeln dann schon mal hier. Wo war das denn? Ach, hier war ich runtergegangen auf Bedrock, ne? So. Juhu, Kartoffeln habe ich. 2, 3, 4, 5, 6. Was war nochmal? Diamanten 7 und so, ne? Na, also eigentlich so ab 8 bis 9, ja. Eigentlich sogar schon ab 2, aber also ich, ja, wenn ich am PC mache, dann mache ich mal eine Ebene 6, weil du da mittendrin bist. Dann können überall unter dir welche spawnen, rein theoretisch. Sind das hier Karotten? Hm, alles Kartoffeln! Oh, hier ist schon mal alles. Alles Kartoffeln, was ist das für ein Scheiß? Probier's halt einfach jetzt mal ein bisschen. Eigentlich will ich Diamanten mal finden noch, aber irgendwie ist das natürlich immer leichter gesagt als getan. Ich laufe jetzt mal hier durch die Mine und probiere es einfach ein bisschen. Der Vorteil jetzt hier, dass ich das Dorf gefunden habe, also das habe ich jetzt wirklich gefunden, das habe ich jetzt nicht, wie soll ich das auch suchen? Ja, also, du hättest es ja finden müssen. Selbst im Creative-Modus müsste ich ja halt stundenlang hier rumfliegen und es irgendwie suchen, also von daher ist das ja. Auf jeden Fall, der Vorteil ist, dass wir jetzt vielleicht mit etwas Glück gleich ein paar Bücherregale haben. Dann können wir einen Zaubertisch mit Bücherregal machen. Hier ist überall nur Weizen und so keine Karotten. Ich gucke jetzt mal im Dorf rum, was es hier so gibt. Mhm. Ah, ich kann doch auch handeln, ne, mit denen. Die irgendwas verkaufen können, ja. Aber wie? Anklicken, muss gucken, weiß ich nicht. Ja, das hab ich mir nämlich genau gedacht. Wenn du nämlich dann drauf drückst, dann schlägst du den. Ja, das ist ja quasi das letzte Mal, wo ich das Schwein füttern wollte. Das hat ja auch nicht funktioniert. Bisher habe ich auch nur zwei leere Hütten hier gefunden. Mal gucken. Ist hier denn drin auch leer? Nee. Können die nicht mal so bauen, dass man hier auch reinkommt in die Häuser? So. Also was willst du jetzt machen? Ja, ich bin ja jetzt noch in dieser Mine. Ich wollte jetzt mal einmal ganz kurz hier ein bisschen gucken. Die sind alle. Ja, aber in der Mine ist noch hundertprozentig, ist irgendwo eine Truhe drin, da wird ja wohl, irgendwo werden ja wohl Diamanten sein, also. Ja, eben, ich guck jetzt einfach mal, das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo, ich weiß auch eh nicht mehr, wo ich rauskomme, von daher muss ich sowieso mal gucken. Alter, ist nirgends, wo ist hier Zeug? Gibt's ja gar nicht. So, ich baue jetzt einfach mal hier zu und sammle und farme, und wenn ich halt erstmal wieder Eisen und so einen Scheiß habe, ist ja auch in Ordnung. Hey, sind hier irgendwelche Bücherregale? Ist das vielleicht noch nicht Teil des Updates gewesen oder so? Keine Ahnung. Ja, also Bücherregale gibt's, aber. Ah, hier, ich hab's. Ah, die Schmiede habe ich auch noch nicht gefunden. Verpiss dich. Was ist das denn? Das ist ein Skelett und ein Zombie im Boden. Guck mal, wie geil. So. Vielleicht kann ich hier gar nicht mal handeln. Hier steht einer rum. Aber die anderen sind hier rumgelaufen. Keine Ahnung. Arschgeige hat auf mich geschossen, aber ich habe sie getötet.
So, unfreiwillig den. Das, ist halt, das Nervige ist halt wieder, ich höre den Ton wieder total versetzt. Boah, das ist echt nervig. Ich höre den Ton gar nicht. Ja, du hast ihn komplett aus, ne? Ja. Ja, wer aus. Was machen? Ey, Kollege, ich will handeln. Ja, toll, wieder geschlagen. Egal, zumindest habe ich genug Essen. Ist hier noch drin? Ah, hier sind auch noch Bücherregale. Wunderbar. Noch weitere. Ach, ich kann schon mal diese blöden Dinges nicht einsammeln. Diese Erfahrungsmopeds, das ist irgendwie... Irgendwann ist wirst du so, irgendwann sammelst du sie ja ein. Ja, aber das ist trotzdem verbuggt irgendwie, das dauert 100 Jahre. Hier ist nochmal Kohle. So, jetzt gleich Nacht. Ich hab kein Bettchen. Eisen, Gold, alles auf einen Haufen, das ist schon mal nicht verkehrt. Aber jetzt fliegen mir die ganze Zeit diese Dinger vorm Gesicht rum, das ist nervig, wie nichts Gutes, ey. Ah, oh, die Kartoffeln muss ich alle noch in den Ofen tun, ne? Ja. Das heißt, ich muss irgendwo einen Ofen finden hier in der... In die Butte. Nirgendwo ist hier was. Ah, da hinten, das hinten sieht aus wie ein... Na, das... Nee. Hä? Also in jedem Dorf ist doch immer mindestens eine Schmiede. Ja, normalerweise ja. Ich weiß halt nicht, wie es bei Pocket Edition ist. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich jetzt quasi mit dieser Split Controls hier was kaputt haue. Nein, mein, komm. Okay, gegen Gegner ist es schon ziemlich fuckelig. Ah, okay, ja, du musst halt das Fadenkreuz immer auf die Gegner lenken. Das finde ich ziemlich scheiße, persönlich. Ja. Also, muss ich ansonsten brauchst du halt nur auf die Gegner klicken. Hä? Wo ist das Licht? Ja, vor allem muss ich erstmal irgendwie jetzt hier in die Bude reinkommen, damit ich nicht tot gehe. So. Rein in the Butts. Ja, brauche jetzt wohl einen Ofen, ne? Einziger Vorteil ist, wie gesagt, dass du halt nicht so weit weg, dass du halt weiter wegklicken kannst mit dem Fadenkreuz. Das funktioniert, glaube ich, auf eine weitere Entfernung. Kann aber auch sein, dass ich mir das einbilde, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, komm schon. Das kann sein, ja. Also ich kam immer mit dem anderen immer besser klar. Gut, probierst es mal aus, keine Ahnung. Ja, was bei mir letztes Mal passiert ist, hast du ja gesehen. Das war lustig. Das waren drei sehr lustige Folgen. Ja, ey, Katastrophe. Ja, da konntest du halt auch nichts machen, gerade gegen diese kleinen, pisseligen Mini-Zombies. Die sind ja eh schnell wie nicht was. Und bis du dann das Fadenkreuz da drauf gelenkt hast, hat er dir schon 5-mal einen verbraten. Warum steht jetzt hier Batterie fast leer, Alter? Das iPad hat den ganzen Tag aufgeladen. Was ist denn da los? Da. Das kann aber nicht sein, Kollege. Alter, das Ding hat den ganzen Tag aufgeladen. Warum ist die Batterie fast leer? Vielleicht die Pornos noch im Hintergrund offen gehabt, oder sowas? Auf jeden Fall. Alter, ernsthaft, ich hab den ganzen Tag geladen. Jetzt komm ich hier nicht... Bin ich zwar hier unten, aber jetzt finde ich trotzdem keinen normalen Stein. Jetzt ist überall nur Sandstein. Pff. Kann nicht sein. Hey, was ja, ist denn jetzt? Muss ich mal ganz kurz einbauen und mal ganz kurz das Ladegerät holen. Das nützt alles nichts. Ja, eben hier. Bin ich in der Höhle und. Ah, ich kann fackeln. Ich kann fackeln bauen, das ist schon mal gut. Fackeln sitzen wir dafür. So. Bum. Hä? Ah, da. So, meine Freunde, ich lasse das mal ganz kurz so. Ihr guckt euch das jetzt mal 2 Sekunden an. Du kannst das doch anders. Von der Elgato kannst du das doch mit da dran packen, ne? Ja, weiß ich. Hol ich. Mach jetzt auch mal eben. Ja, dann mach das. Eine Sekunde. So, ja, wenn er jetzt das Ladegerät holt, bin ich jetzt hier noch in der Höhle. Irgendwo mitten, keine Ahnung, ich bin ja über den See, über den großen Teich geschwommen mit dem Bötchen und bin jetzt irgendwo in einem Dorf und hab eine Höhle gefunden. Oh, mit Kohle, eine ganze Kohle. Und mit Stein, ich brauche eigentlich nur Stein. Ich bin unangefallen. Ich brauche Stein für den Ofen. Für einen Ofen. Ich möchte gerne die Ofenkartoffeln mir brutzeln, damit ich was zu essen habe. Oh, jetzt Wasser. Oh, Wasser und oder Eisen. Na, Matthias ist doch schon rumrödeln. Ja, ist ja immer noch. So langsam wird's mit Split Control. So langsam, ja, so beim Farmen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, geht's eigentlich, finde ich. Nur gegen Gegner, ne? Der Gegner ist manchmal ein bisschen scheiße. Wenn da wirklich das Zielkreuz genau draufhalten muss, wo der Gegner rumläuft. Das kann schon mal ein bisschen nervig sein. Jetzt müsste ich eigentlich genug haben. Für 1, 2, 3 Öfchen. Dann werden wir sofort Eisen sofort mit. Ich habe noch Eisen gefunden, dann werden wir sofort mit reinmachen. Ich habe mir aber erstmal heute entschieden, nicht selber aufzunehmen. Weil ich ja nicht genau weiß, wie oft muss ich einen Huster rausschneiden und so weiter. Pipapo.
Und deswegen, die Folgen, die ihr heute seht, sind nur aus Matthias Perspektive, aber mich hört ihr dann im Hintergrund und ja. Werdet dann später ersehen, was ich mir noch hier so gefarmt habe oder vielleicht. So, da bin ich wieder.